Schnee zeigt, dass Gott gerne spielt, sagt mein Papa. Regen würde ja reichen. Und meine Mama kann erklären, wie Schnee entsteht. Das ist eigentlich gar nichts für mich, weil ich ja noch kein Bio habe. Aber ich habe gehört, wie meine Mama es den Schülern erklärt hat. Schnee entsteht durch die dichte Anomalie des Wassers. Das heißt, bei 4 Grad hat Wasser die größte Dichte. Nach 4 Grad gehen Wassermoleküle auseinander. So sechseckig oder so. Papa sagt, so macht Gott das mit dem Schnee. Papa sagt, der Schnee zeigt, dass Gott einen Sinn für das scheinbar Sinnlose hat. Gott hat ein offenes Herz für spielende Kinder, Schneemänner, Schlittenfahrer und Skifahrer. Also ich baue jetzt einen Schneemann. Übrigens, jeder Schneekristall ist einzigartig. Papa sagt, dass Gott für jeden von uns einen Sinn hat. Und auch jeder Schneemann ist einzigartig.